Ja, aber jetzt könnte einer dieser Vordrücker behaupten, die glauben, ach, das gilt doch nur den Juden. Ja, wir werden schon voll entrückt sein. Aber da heißt es doch, ja, dass wir bitten sollen, dass unsere Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht. Siehst du, die große Trübsal gilt den Juden. Warum sonst sollte hier etwas von Sabbat die Rede sein? Aber lass mich dir die Frage stellen. Wäre es am Sabbat falsch, um sein Leben zu fliehen? Wäre es am Sabbat falsch, vor dieser Verwüstung zu fliehen, vor Krieg zu fliehen? Wäre das falsch? Wie lächerlich ist das denn? Wo steht in der Bibel, dass du am Sabbat nicht rennen darfst? Dass du am Sabbat nicht fliehen darfst? Dass du am Sabbat nicht dein Leben, das Leben anderer retten darfst? Ich meine, ich dachte, Jesus hat gesagt, welcher Mensch ist unter euch, der, wenn ein Schaf hat und es am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel mehr ist nun ein Mensch wert als ein Schaf? Sagt er so ungefähr. Ist es am Sabbat falsch, dass wir unser Leben retten, dass wir fliehen? Das Leben anderer Menschen retten vielleicht? Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht. Natürlich darfst du am Sabbat fliehen. Also warum steht hier Sabbat? Nun, am Sabbat sind natürlich Geschäfte geschlossen. Ja, besonders in Israel, ja, worum es hier konkret geografisch geht. Aber nicht nur dort, sondern gibt es nicht auch in Deutschland den Sonntag, an dem Geschäftsruhe herrscht? Gibt es das nicht auch in anderen Ländern? Das ist keine jüdische Sache. Worum geht es hier? Und nur so macht dieser Vers Sinn. Wenn Geschäfte geschlossen sind, wenn Ruhe herrscht, dann wird das die Flucht erschweren. Denn du brauchst natürlich was zu essen. Ja, vielleicht willst du irgendein Verkehrsmittel nutzen, einen öffentlichen Bus nutzen, was auch immer. Denk dir irgendwas aus. Das wird die Flucht erschweren, wenn Geschäfte geschlossen haben, wenn Geschäftsruhe herrscht. Also das ist keine jüdische Sache. Und wenn du mir nicht zustimmst, dann sorry, dann liegst du falsch. Das ist die einzige Interpretation, die Sinn macht. Denn nochmals, würde es hier irgendwie darum gehen, um eine rein religiöse Sache mit dem Sabbat, ist es wirklich falsch, am Sabbat zu fliehen? Ist das, was die Bibel lehrt? Ich meine, heißt es nicht auch, hat nicht Jesus auch gesagt, in diesem Kontext, ich versuche das jetzt ungefähr zu zitieren, habt ihr nicht im Gesetz gelesen, was David tat, als er und seine Gefährten hungrig waren, wie er in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, die weder er noch seine Gefährten essen durften, sondern allein die Priester? Oder habt ihr nicht gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entweihen und doch ohne Schuld sind? Also sie haben den Sabbat entweiht sozusagen, aber Jesus sagt, sie waren ohne Schuld. Siehst du, es gibt natürlich immer Ausnahmen. Aber sowieso sagt die Bibel nicht, dass es am Sabbat falsch wäre, zu fliehen, dein Leben zu retten. Was für ein Schwachsinn. Also, worum geht es hier? Wenn natürlich Winter ist, wird die Flucht erschwert, weil es schwieriger ist, im Winter zu fliehen als im Sommer. Wenn es am Sabbat geschieht, der Groll der Verwüstung, Jerusalem wird verwüstet, Groll der Verwüstung wird im Tempel aufgestellt. Wenn das am Sabbat geschieht, wird es schwieriger sein zu fliehen, weil Geschäftsruhe herrscht. Und das ist keine religiöse Sache. Sowas haben wir, dieses Prinzip natürlich auch in Deutschland, nicht wahr? Du bist in 1. Thessalonicher 3, Vers 3, damit niemand wanken werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Hey, wir als Christen sind dazu bestimmt. Die Drangsal, das gilt nur den Juden. Was für ein Schwachsinn. Um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Um unseren Willen. Dass wir dazu bestimmt sind. Vers 4. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Wir erleiden jetzt schon Bedrängnisse. Nicht jeder unbedingt, aber wir können jetzt schon als Christen Bedrängnisse erleiden. Und wir werden hier und da ein bisschen Bedrängnisse erleiden. Denn alle, die gottesfürchtig leben wollen, Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Aber das wird sich eben intensivieren in der Trübsal, dann konkret in der großen Trübsal.